Schlussaufwand bei Dekrees TV haut aus dem Conservatoire National de Véhicule Historique. Der sieht, den Autos müssen ja ziemlich eitel gehen. Und das hat sehr guten Grund, von morgen nämlich präsentiert zu stößen, ein komplett neuen Look und mit einem ganz neuen Konzept. Und dafür wird die vierletzte Woche einmal so richtig geräumt gehen. Anfang November hat das sogenannte Autosmuseum geräumt gehen, von Grund auf. Die neue Equipe von der SPL will nämlich neue Wanderer bringen. Just noch vereinzelt Oldtimer-Modelle sollen das ganze Jahr vorausgestellt gehen. Der Conservatoire National de Véhicule Historique wird nämlich ausschließlich temporär Ausstellungen weisen, dafür aber mehr als feierlich und mehr attraktiv. Ja, ist das eine Physik. Wir sind am Gang, hier umzubauen. Das heißt, es gibt verschiedene Arbeiten im Museum gemacht, durchgestrahlt. Die Pannen haben die Wäsche geholt, um ein bisschen den Raum zu vergrößern. Wir haben dann von modernisiert, von uns gewollt. Und da sind wir am Gang, alle Gürtel in die Auto und dafür rauszuhüllen. Wir machen alle Seidel, um uns zu präparieren auf die Ausstellung, die wir hier noch machen. So, ja, das ist tatsächlich. Wir machen ja alle 6 Monate. Wir machen eine neue Ausstellung. Wir haben glücklicherweise viele Kollegen, viele Leute, die uns hier Auto zur Verfügung stellen, um dann hier in dem Museum zu exposieren. Nach der Exposition gehen die Autos bei den Proprietären zurück. Und die paar Autos, die wir vom Museum haben, haben wir glücklicherweise morgen bei denen ein bisschen Platz, hat, wo wir die immer hinmachen können. Natürlich wird es für uns als Museum viel mehr einfach, weil wir auch viele kleine Dekorationssachen anders tun. Es wird viel mehr einfach, weil wir auch irgendwo einen kleinen Hangar hier in der Stadt hätten, wo wir Kinder unseren Stock ein bisschen hinstellen, für uns ein bisschen Platz zu geben und ein bisschen mehr Flexibilität zu geben bei den Changementen von den Expositionen. Verschiedene Geführer dürften also auch noch am Kader von zukünftigen Ausstellungen zu Gesicht kriegen. Für Luava muss mal Platz gemacht werden für die echt große Expo am neuen Konzept, die sich komplett um Mercedes-Benz dreht. Und das ist kein Zufall. Das Gebäude vom Museum ist stark mit der Marke verbunden. Bon, für was haben wir Mercedes-Benz geholt? Das wird ein bisschen mit der Geschichte von allen Garage Wagner heizen, war seinerzeit den ersten Konzessionaire à l'extérieur de l'Allemagne für Mercedes-Benz war. Und das will man ein bisschen auffrischen, indem man eine importante Ausstellung von der Marke Mercedes-Benz macht. Ja, Mercedes ist natürlich die Marke, die den Auto so mal erfunden hat. Das ist eine ganz große, prestigiöse Marke. Das ist auch eine Marke, die Heimat im Haus eine Liaison hat, weil dem Heimat Haus die erste Mercedes außer Deutschland zusammengebaut sind. Und ich meine, dann hört das sich ganz einfach, weil das ganz normal, dass man dann eine Mercedes-Ausstellung hier machen, an einem neuen Konzept, an einem neuen Kader. Und das geht bestimmt ganz flott. Nur also geht der Rideau von dem ganz neuen Autosmuseum ab. Und dann dürft ihr heute nicht nur einen Oldtimer gewesen kriegen, mit darüber raus auch noch ein ganz Show rundherum. Er dürft nicht nur gestöpst, mir auch noch poliert, für so richtig durchzustarten. Ja, hier im Museum, du hast schon noch ein bisschen etwas geschickt. Ihr seht, die erste Wien, die steht schon hier. Und hier könnt ihr auch ran. Das ist der Präsident von der SPL, der sich um die Gestion von diesem Museum kümmert, der Georges Carbon. Gucken wir mal, Martin, wer sie am Funkel genäht will. Guten Abend.
Geht das? Alles gut, ja. Die hat ja richtig viel Willes, wenn ihr guckt, wir haben gesehen am Reportage auch. Wie weit will du gehen? Will du den Museum weltberühmt machen? Oder was das du bekommst? Der Museum steht dich. Also wir haben das effektiv viel geholt, in dem Sinn, dass wir das Prinzip vom Museum mit den Zeitfenstern, wo verschiedene Autoren aus verschiedenen Epochen gewesen sind, wollen wir erneuern, indem wir alle sechs Monate thematisch kohärent und soweit wie geht komplett Ausstellung machen mit Lützbäuer Sammler, mit Lützbäuer Vereiner und noch Lützbäuer Oldtimer. Du soll dann noch ein ganzes Kaderprogramm rundherum stattfinden, mehr als ASBL. Oder hast du nicht aber ein bisschen viel geholt? Ich hoffe nicht. Wir haben allerdings eine ferme Bremse gekriegt durch die Situation mit Corona, wo wir uns befanden. Wir probieren natürlich mit einer Nocturne oder Durchgesprächen, Dieselgesprächen, Benzinsgesprächen thematisch Weekender zu haben, wo wir zusätzlich Leute an der Müse lackeln, für eben das zu weisen, was wir gerade im Moment ausgestaltet haben. Wir aktuell mit Corona als Ersicht ein großes Event im Fond der Vernissage. Das findet nicht statt, weil wir ja nicht zu mehr wie 10 Leute in einem Raum sollen sein. Da haben wir unsere nächste Challenge mit einer virtuellen Vernissage, die wir dann eben mit dir und auch auf Facebook und in den sozialen Medien probieren, ob ein digitaler Weise zu stemmen. Wir stecken das packen wir. Lofir Mercedes, ich meine, du hast richtig viel Platz geschaffen. Was geht denn da alles gewesen? Wirklich die ganze Panoplie von Mercedes von ganz vom Anfang bis zu Mercedes ist ein ganz sportliches Sujet, weil die Menschen was das. Wenn wir zurückgehen, haben wir die zwei ältesten Automobilfabriken, Benz und Daimler, die 26 Mal nicht fusioniert haben, und die haben eigentlich alles gebaut, außer Motorräder. Auto, Kamion, Unimog. Von dem her ist es ein ganz fastes Sujet, den wir bei 600 Meter Karre probieren so zu belichten, dass für jeden Fall etwas dabei ist. Gut, dann noch einmal mit den Nachfolger von Jean Wagner am Fong, also ein Nachkommen, die haben wir mit dem Mercedes-Garage zu Dickrich, wenn ich richtig informiert bin. Gut, dann haben wir den noch zusammen geschafft. Ja, also der Herr Familie Meris, als er zu Hilfe kommt mit historischen Dokumenten, mit Fotos, mit Porträten von den Gründern vom Garage. Da haben wir ein ganz flottes Anniversär, auch nächstes Jahr. An den Mauer, wo wir uns hier befanden, also die Ursprung 171 Lastgang, das heißt, das sind 150 Jahre. Und ich denke, dass der Symbolcharakter von der Ausstellung eben noch dementsprechend wichtig ist, weil das die erste Mercedes-Ausstellung seit der Schließung vom Garage als solche. Und wie heißt du schön, das wird kein Zufall, und wahrscheinlich ist es dann auch so. Ja, dann wünschen Sie euch auf jeden Fall Succes mit der Ausstellung und noch mit den nächsten natürlich. Merci. Ja, egal ob Oldtimer oder nicht, von Ihnen sich einen schönen, alten oder neuen Auto kauft, da will ich natürlich auch die passende Autosplatte zu holen. Und auch die geht es heute zu Dickrich, und zwar um Grand Point und Friedhof. Guten Morgen, Fink Steve, was mein Name? Ich bin zusammen mit meiner Frau, der Papa, hier vom Plattenatelier Höfen und Friedhof. Die Ralfstation am ersten Stock sind wir zu fahren seit mehr als 2 Jahren. Wir sind ein offizieller Plattenhersteller von der RSA natürlich aggregiert. Die Leute kommen hier bei uns von morgens 8 bis mittags 12 und dann mittags von 1 bis 6. Können sie Platten hier gemacht haben, auf der Platz hier direkt. Und ist ein schöner Shop hier oben. Und wo, wie gesagt, das ist mal den Volley, was Placken überlassen. Wir machen noch Funplates, was ist das? Aber das sind Placken, die wir für die Leute, für Evenemente machen, wo der Name draufsteht, oder Mariage, oder Verlobt. War doch schon da, die sie geschieht gehen. Dann stimmt da Gott sei Dank, dass sie raus sei. Und so weiter und so fort. Ne? Ganz flotte Geschichte, die man erlebt. In anderen haben wir auch so Themen, Objekte, zum Beispiel für den Halloween, haben wir dann hier schön flotte
kostuumen en wat weet ik, alles wat daarbij gehoord heeft, op dit moment een event ordentlich aan neerbekken te feiren. En de andere komen we dan ook vlotte Lettebeier Act, daar ben ik ganz stolz op, weil ik een rijke Lettebeier. Die staat dan hier, met hazen van Lettebeier, met sauce, souveniren, schee flaschen, en dan ook de koffie, de Lettebeier koffie. En sie sweet, hein? Wirklich von alles haben wir hier. Dann haben wir noch ein bisschen mehr ausgefallene Sachen, von Ständern über Flaschenhalter, was was. Ein Panoplie von Sachen, wo die Leute können hier herabkommen bei uns, sie sind immer willkommen. Wir machen auch auf Bestellung, wenn es muss sein. Irgendetwas gesehen hat auch immer, könnt ihr euch freuen, wir besonders immer alles fand. Bon, voilà. Ich ging es freuen, euch ein paar zu begrüßen. Und nicht nur hier über den Fernsehen. Wir kommen ein paar bei uns, geht ein Tasse Kaffee gratis während der Wartezeit. Wir haben WLAN, wir haben einen flotten Lounge-Act, wo die Leute können werden, wenn wir mal 5, 6, 7 Klienten noch an der Tante haben. Also wie gesagt, kommt drauf, die werden nicht bereuen. Vielen merci. Träger am Autos muss ich dann begrüßen den Präsidenten vom Mercedes Club von Lützeburg, Jean-François Zimmer. Guten Abend. Guten Abend. Der feiert dieses Jahr 20 Jahre mit eurem Club, plus ich daheim mit einer Ausstellung präsent. Das ist ja schon ein flotter Zufall. Ja, das ist für einen allgemeinen Flott gelegen, für auch mal ein paar die verschiedenen Autos zu weisen, die in Lützeburg an den Sammlungen von den Membres noch gehen. An, am Keller vom 20. Anniversaire haben wir dieses Jahr leider alles wird geplant, wir müssen rausschieben auf nächstes Jahr. Wir hoffen ja, dass dann bis Juli nächstes Jahr an dem Sinn ein bisschen die Situation von Corona gelesen, dass wir dann auch richtig feiern können. Aber dann, die Expo ist dann ein sehr für den Übergang zu machen zwischen diesem Jahr und dem nächsten Jahr. Gut, dann eigentlich viele Membres sind nicht viele Mercedes-Fans heute zu Lützeburg. Also der Club selber den hat im Moment ein bisschen mehr als 130 Membres, die sich an den letzten 20 Jahren zusammengefunden haben. Das ist natürlich immer weit wie es sind Leute, die aus dem Club raus sind, sind neue Leute, die beikommen. Wir regelmäßig merken wir einfach, dass wir so 10, 12 Membres am Jahr beikriegen. Fährt mich die Passion Mercedes dann aus? Hier haben wir ein Mercedes-Modell. Was trainierst du? Das ist also eine Serie 124 Kombi, das ist eben in den jüngsten Autos, die hier an der Stelle herankommen. Das ist eine Passion, die eigentlich vielleicht mit der Generation von den Leuten mitgeht. Das heißt, was man so feststellen, die Membres, die sammeln ganz oft die Autos, die sie in ihrer Jugend gesehen haben. Wo sie auf den Straßen erwähnen als kann, dann gibt dann irgendwie einen kleinen Traum, aber wenn ich mir das dann denke, kann erleben, dann ich kaufe nicht mehr so ein Auto und dann fahre ich nach regelmäßig, dann mache ich nachher den Auto. Und in dem Sinne gesagt, ich noch, dass eigentlich an den letzten Jahren die Mom, die man beikriegt, noch mehr junge Mom, die dann auch mehr junge Autos an den Club herabbringen. An dir selber, wie sie dir zu Mercedes kommen? Oh, das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich habe einen älteren vis-à-vis von der Mercedes-Garage auf der Lungier Straße gewohnt. Und da ich als Kante mal zum Schlafzimmerfenster rausgeguckt und dann habe ich gesehen, die Autos, die an den 70er Jahren da neu angeliefert sind auf der Straße, vom Kamionhof geholt sind. Die Autos, die am Showroom waren, die Leute, die mit ihren Autos an den Atelier gekommen sind, an, wo dann effektiv die Autos da stungen, die ihn da gesehen hat. Und das ist eigentlich wahrscheinlich von da irgendwie hängen geblieben. Seid ihr dann zufrieden mit der Exposition, wie sie hier soll abgerichtet gehen, wird alles gewesen wird? Also das ist ein ganz guter Mix, den wir hier kriegen, von Autos, aber auch von Kamionen und von Utilitären. Das weist eigentlich ganz gut, was Mercedes-Benz hier zu Lützeburg durchstellt, weil das an den Jahren auch hier an der Garage zu dickrig durchgestaltet wird. Das ist eigentlich der Anfang von Mercedes-Benz hier zu Lützeburg. Dabei steht glücklicherweise noch immer, das ist schon etwas ganz Historisches, was hier die Gemeinde hat. Und in dem Sinne, dass es flott ist, die Marke nicht kann, hier zurückbringen, auf die Plätze, wo die Autos verkauft sind, sind hier Geführer. No. Und die Ausstellung, die sind hier verkauft, die sind auch hier gewartet. Und das ist etwas, was eigentlich das ravivieren soll, was die vergangenen Jahre hier eben gelernt hat an dem Gebäude. Vielen Dank, merci. Und noch bonne chance mit der Expo. Merci. Den Marc Ferber, der kennt vielleicht nicht ihren Autoflecken, sonst kann ihn aber bald alles, was im Zusammenhang mit Elektrizität ist. Hier ist nämlich der Patron von Elektrizität Ferber, einem dickerischen Familienbetrieb, mitten an der Fußgängerzone. Guten Morgen, ich bin Ferber Schmach. Wir sind an der zweiten Generation seit 1970 hier an der Fußgängerzone.
Meine Eltern haben den Betrieb hier gegründet und wir führen seit 2002, meine Schwester und ich, den Betrieb weiter. Wir bieten noch einen Service après-vente und von unseren Maschinen. Wir bieten Waschmaschinen, Trockner, Tiefkühler, Frigo und all gut in die Großapparate an. Und natürlich aber in unserer neuen Boutique auch all gut in die kleinen Artikel vom Ménager. Das heißt Staubsauger, Toaster, Grill, Kaffeemaschine, alles können bei uns finden. Wenn ihr in der spezielle Kalo sieht, haben wir natürlich auch ganz viele Messer, hauptsächlich von der Marke Victorinox. Da haben wir sogar Sammlerstecker da. Wenn ihr das braucht, respektive bestellen können wir auch alle guten Modelle, die auf den Markt gehen. Dieses Jahr feiern wir 50 Jahre und haben da wenigstens auch extra Promotionen. S'il vous plaît. Wir flicken natürlich auch eher elektrische Apparate von den Marken AEG, Siemens, Bosch, Miele, Liebherr und Sanussi. Zeigt nicht für uns anzurufen, wir probieren euch dort zu helfen. An unserer neuen Boutique, die wir renoviert haben, empfangen wir euch gerne, für euch das anzubieten. Merci. Feier dich, Recklin, immer mehr noch. Und auch wenn das Jahr heute zu dickrisch, kekrisch die Märkte aufgehalten gehen und auch unter den Familien, die wohl Männer Leute werden sitzen, so verhindert aber nichts, dass ihnen eine kleine Aufmerksamkeit schenkt. Und dafür seid ihr bei Lisa Home sicher auf der richtigen Platz. Willkommen bei Lisa Home, it's your home. Mein Name ist Elisabeth und wir sind schon 9 Jahre heute zu dir. Wir verkaufen Dekorationsartikel, Kadosartikel. Bei den Dekorationsartikeln haben wir Teppiche, Riedeln, Bilder. Bei den Teppichen schaffen wir mit 3 Furnisseuren. Und sie haben speziell Teppiche, das heißt Leder, Jeans, Vinyl. Und sie machen auch Teppiche auf Moos. Und wir haben die verschiedenen Katalogen auch hier für euch Teppiche zu weisen. Und noch Echantien, wo wir können die Farbe und Material weisen. Bei den Riedeln, da gehen wir bei Kleid, wir holen Moosen. Und wir machen auch die Wien. Und wir machen die Montage. Da haben wir auch viele Riedeln, das heißt Lambrequin, also alles, was da möglich ist. Bei den Kadosartikeln machen wir Saison, das heißt den Hirsch, Christach und Osterhen. Und den exposieren wir mal hier 4 im Geschäft, weil da haben wir Spezialthemen. Wir schaffen auch mit Räder. Räder ist ein bekanntes Marke und sie haben auch von alles. Und wir haben noch die Flaschen 24 Bottlen, Chilis, bei den 24 Bottlen, da sind wir im Blattshop dabei. Am Facebook sieht ihr auch alles, was ich so ein bisschen hier habe. Also, wir sind an der Sonne Pieton zu Dickrich, bei der Altkirche, St. Laurent. Er kommt als einfach besichern, kommt einfach lunchen. Bei Lisa Home ist your home. Christoph wird das Jahr wohl nicht ausfallen, aber es dürfte alles ein bisschen anders gehen wie sonst. Wie wird dafür nicht auch mal einen anderen Plan probieren? Wie wäre zum Beispiel mit einem typisch portugiesischen Menü? Die Rezette dafür, die proposiert ihr das Restaurant Tivoli aus der Avenue de la Gare zu Dickrich. Bonjour, monsieur, dame. Voilà, je suis le gérant du Tivoli à Dickrich, vis-à-vis de la gare, 53 avenue de la gare, avec mon associé Paula. On est là pour vous présenter aujourd'hui un plat traditionnel du Portugal, du bord de la mer. C'est un plat qui s'appelle Cataplana. Mon associé Paula, elle va chercher les ingrédients pour que notre chef, Ruben,
ils préparent notre cataplana. Vu que notre plat, c'est à base de poisson, alors notre chef Ruben, il va le préparer. Les quatre sortes de poissons, du abar, l'otte, dorade et turbo. Ces poissons-là sont tous frais, on ne travaille pas avec les surgelés. Il enlève aussi toutes les épines. Après ça, il y a quand même, on ajoute quand même du scampi, de l'émoule et des palours. Alors maintenant, il est en train de faire le fond de poisson. Ça sent très bon déjà, c'est un début. Mais quand ça sera fini, ça sent beaucoup mieux. J'ai eu des clients qui ont déjà mangé ça. Ils ont dit, quand ils étaient en train de manger ça, ils ont dit qu'ils se trouvaient, c'était comme s'ils se trouvaient en vacances. Ça, c'est la préparation pour notre cataplana. Vous voyez, c'est un procès qui ça donne beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir en même temps. C'est un menu qui n'a pas beaucoup de restaurants qui le font comme il faut. Ils le font un peu comme ça, mais nous, on a appris, vu qu'on est d'une région au bord de la mer et on connaît bien, et on a appris des cuisiniers qui sont de là-bas. On va mettre les poissons, les quatre sortes de poissons que vous avez vu que le chef Ruben a découpé. Après cette préparation, le chef Ruben il va fermer parce qu'il doit être cuisiné à vapeur. Notre cataplane elle est finie. Ça dure, il y a un procès de 5 heures environ. Mais si vous venez à la table, ça vous prend 30 minutes pour que vous puissiez goûter notre cataplana. On est chez nous, on vous attend avec un grand plaisir. Notre équipe elle est là pour vous accueillir et vous bien servir comme on fait toujours. Au revoir, obrigado, até a próxima. Merci, au revoir. Besonders für die Ela Mottbirscher ist das Pandemiezeit ein ganz schwer. Müssen doch gerade sie immens aufpassen, für sich nicht mit dem neuen Virus umzustechen. Die Aktivitäten an den Seniorenclub gaufen dem nun quasi auf null Ruf gesetzt. Eine Situation, mit der auch der Michael vom dritten Alter zu dicker, schwer zu kämpfen hat. Ich heiße mich an meinem Namen als neuer Präsident herzlich willkommen. Wie der neue Präsident schon bei Infall die Membre von der Amical der letzten Monde an der Seherei begrüßt hat, war die Erleichterung richtig zu spüren. Die Generalversammlung von der Amical für den dritten Alter Dickrich sollte schon im März des Jahres sein, wenn es der Pandemie, wo alles noch angeregelt ging. Ob den Datum, wo an der Seherei eigentlich Tournee du Grand Âge geplant war, die des Jahres nicht durfte stattfinden. Dafür hat ihn sich nicht allzu gern um die letzte Kehr erinnert, die übrigens auch ein erste Kehr war. Mit der finanziellen Unterstützung von der Gemeinde wird 2019 diesen neuen Highlight geschaffen gehen. Wir hatten einen schönen Moment, wie wir fertig möchten, die Journée de Grand Âge erinnert zu kriegen an diesem Saal. Wir hatten es immer durch am Sacré-Cœur, also am normalen Schmidol. Und das war alles schon gut, nehmen, da war immer beschränkt. Und wir hatten auch ein Menü, den sie als da gekocht haben. Und ja, hier hast du aber dadurch, dass du den anderen Treter hast, kannst du aber immer besonders das Aussicht sehen. Ne? Allgemein war 2019 ein gut gefülltes Jahr mit vielen Ausflüge-Rencontren. So geht es aus dem Aktivitätenbericht auf hier. Das wird das Jahr allerdings radikal umgeschoben. Porto Verde sind unter dem März aufgesucht, gerade wie der beliebten Aquagym und den Lohrturnen. Besonders für viele Leute ist die Pandemie keine gute Zeit, an dem noch nicht für ein Amical für den dritten Alter. Hier Porto Verde am Mittwochmittag an der Maison de l'Orientation gaufen bis auf weiteres all aufgesucht. Im Moment ist eben alles aufgeblasen. Leute kontaktieren mich oder andere Member von der Amical, wie ich darf mir kommen. Das ist das, wo Leute an dem Alter mich drin leiden, wir dürfen nicht zu kommen. Und dafür versuche ich mir in Zukunft nur einer Wehr zu gehen.
Zusammen mit den Gemeinderesponsablen wollen wir durch hier schauen, für ob manst Portoverte mit was mit ist an der Maison de l'Orientation Remnay ableben zu lassen. Nur die Regeln von den sanitären Bestimmungen. Der Chef Clotilde hat ihnen noch schon die nötige Hilfe von der Gemeinde versprach. Gerade wie es auch so gemacht, dass die beliebte Pétanque-Piste am Parkeren wird erstand gesagt gehen. Ich will ich am Namen von der Gemeinde, und ich meine auch am Namen von den Aufwender alle gut und molle merci so für die Arbeit, die wird all die Jahre gemäht wird. Dann erschätzt ihn da immer die Wichtigkeit von allen guten den Vereinsstrukturen, die wir haben, ob das dann der Kultur, also ob das Sport ist, oder ob es häufig im dritten Alter ist. Das ist ein wichtiger Arbeit, die gelegt wird für den Zusammenhalt und Zusammenleben an einer Gemeinde. Und, auch du findest, meine ich, mit Gemeinde immer ein Open Door, wenn da kommt, mit all ihren Doleancen. So viel Regenwand, du kannst ja bald nicht mehr geschehen. Der neue Präsident bleibt dann noch zuversichtlich, dass Geschwöhnere mehr Aktivität abkönnt und dass er noch rum kann, die viel Flottaren aus Fliege abholen. Hier nicht für uns allem ein Ziel für uns an. Und dann auch Leute aus ihrer Isolation rauszuholen daheim. Das ist das Allerwichtigste. Weil wenn wir mit den Leuten unterwegs sind, das ist immer eine Geborgenheit, die wir hingehen. Und sie sind immer für uns, was war das Schreiber ist. Und das wird erzählt. Ein bisschen zurückgucken hat bei dieser Versammlung aber auch müsste sein. Immerhin ist der langjährige Präsident Nick Kringslo das Jahr zurückgetreten und auch von hinter am Kallner als Sekretär am Komitee erhalten bleibt, so wollte ihn hinter aber für seinen großen Ersatz all die Jahre ehren. Eisenig war an Dickrich immer ganz beliebt, hat gegext, abgespaßt, ob sein Ader weiß. Nick, behal dein Humor. Es soll ihn dir das mal nur machen. Dafür wollen wir dich ehren, an dir diesen Titel geben. Nicola Krings verdient den Titel als Ehrenpräsident von der Amicale für den dritten Alter aus Eisersauer Stadt Dickrich. Als Merci gibt für den Nick du noch einen Korb mit vielen flotten Produkten du Terroir und auf Manst einen Handkuss dabei. Und auch für Madame Krings ein Bouquet Blumen. Immerhin hat sie hier Nick bei seiner Tätigkeit all die Jahre gut unterstützt, sowohl du ihm wie auch an der Amicale. Beim Autosmuseum durchlaufen Gilbert Sauberhai vom Pompiersmuseum von Hermeskeil, ein Lützebäuer an so einem Museum, den Feuerwehrerlebnismuseum, hast du geholt. Wie kommt das? Wie kommt das da? Ich hatte zu meiner Zeit, wie ich Pompier war, hatte ich viel Kontakte an Rheinland-Pfalz, in der ich viele Kollegen. Und wie die durch das Museum abgemacht haben oder wie sie geplant haben und abgemacht haben, du wolltest natürlich auch eine Antenne auf Lützburg haben. Und du weißt dann eben der Mann, der für Lützburg zuständig ist, für eine Verbindung vom Museum auf Lützburg zu machen und respektive von hier auf Hermeskeil. Die haben das Museum mit lauter Pompiers wie ein selber auch. Ich schon zu Sendung und ich auch ein kleines Pompiers-Museum am Erle Pompiers-Shop. Ja, dann habe ich es von 2017 an. Für die funktioniert, geht es nur auf den Rendezvous, weil die viel mehr kleine Museen als wie Hermeskeil. Es wird privat betrieben und dafür geht es nur E-Mail oder Telefon, wo ihr Rendezvous kriegt. Die sind hier mit einem Pompiers, wo ein vertrauten, wirklich schönes Modell. Was ist das für Regen? Ja, das ist ein Mercedes, als das ein LLF, als das ein leichtes Luftfahrzeug, das 1943 am Krieg rauskommt. Aus der Zeit allerdings an der geringen Farbe. Das war früher die Luftschutzpolizei am Krieg. Und die hatten die Gefühle natürlich auch alle gut nach Militärfarbe. Und am geringen sind sie geführt, die Wehen haben bis nach dem Krieg. Und da sind die Wehen, das war ja neue Wehen, das war ja Wohnheim zum Beispiel von 1943, die sind von Anfang 40 gebaut gehen. Und die sind dann an die Koren rausgekommen und die Pumpen sind natürlich auch durchgestracht. Ich wollte, du kämst ja etwas mit der geringen Pfeffer zu denen hätten, mit der braunen Pfeffer, schon gut nicht. Aber seitdem geht die Wehen hier und die sind ziemlich viel sind die verkauft. Also es war schwerer gewesen an Deutschland gegen so von
per Auto. Kennt ihr dann damit am Fungel nach Läschen haut ist das? Ja, könnt ihr theoretisch nach Läschen. Mit mir haben wir eben eine Low-Wellen-Demonstrationsauto, was das kein Geschirr mehr dran. Das ist auch ein Wohn, wo kein feste Pumpel gebaut ist. Du hast nun länger auch an den Drun, da hast Pumpel drauf. Wasser war auch kein dran. Aber der Wohn lebt nach, wir sind auf den Hermeskeilhof gefahren, mit nach so gemeldet. Und ja, dann in den ausrüsten. Könnt ihr auf dem Mat fahren, ja. Ein bisschen könnt ihr ihn aber aktivieren für uns. Ja, ich könnte ihn ein bisschen aktivieren, ja. Gibt ihr das dann machen? Kann ich machen. Zum Beispiel Blue-Luten hätten sie auch freier drauf. Ein Sirene, wo wir auch drauf. Ja, das ist frei gehen. Da wird 400 Sirene also Schell gehen. Da sehen sie. Ein Alarm auf der Schelle hast du gern. Also das ist noch funktionstüchtig, ja. Mit Leuten dürfen den Hai aber nicht ausprobieren, gehe ich mal davon aus. Oh, wir sind nicht so kritisch, lassen wir mal sowieso. Ne? Wir vertrauen auf die gute Wille von den Leuten, dass sie nichts futtig machen. Okay, also die Hüde zu hören, ich gebe mir das nur zweimal so lassen. Wenn ihr Lust habt, für euch die Ausstellung hier am Autosmuseum gucken zu kommen, morgen Morgen um 10 Uhr geht es los. Ich für meinen Teil, so nicht aber nur Adi für heute, wünsche euch eine ganz schöne Zeit. Bis auf eine Woche.